Amsterdam, Hauptstadt der Niederlande und Zentrum des Lieferdienstgeschäfts in Europa. Denn hier sitzt die Firma Takeaway, Europas größte Lieferplattform für Essen. In 10 Ländern Europas bestellen die Menschen beim Marktführer. In Deutschland und Österreich unter dem Namen Lieferando. Und er ist der Mann, bei dem wir alle bestellen. Jitze Hung, der Takeaway-Chef, ist eng getaktet, doch nimmt er sich die Zeit für uns. Er ist Niederländer, will aber Deutsch mit uns sprechen. Wir wollen wissen, wie er es geschafft hat, seine Lieferplattform so erfolgreich zu machen. Ich habe Glück gehabt, dass ich in Holland geboren bin. Und ich habe Glück gehabt, dass mein Vater, als ich 6 war, einen Computer gekauft hat. Ich habe Glück gehabt, dass ich studiert habe an einer technischen Universität am deutsch-niederländischen Grenze. Aber ja, die Rest hoffe ich, dass ich die richtigen Entscheidungen genommen habe. Die Erfolgsgeschichte startet im Jahr 2000. Auf einer Familienfeier knurrt dem damals 21-Jährigen der Magen. Wir wollten Chinesisch bestellen und am Ende sind wir eigentlich, haben wir mit dem Wagen 10 Kilometer weiter Chinesisch geholt. Damals ist es nicht so einfach, ein Restaurant mit Lieferservice zu finden. Schon gar nicht auf dem Land. Ich bin in Holland auf dem Flachland aufgewachsen. Also ich konnte, das ist ein typisches holländisches Blickfeld, ich konnte 20 Kilometer nicht sehen, also Wiesen und Kühen. Noch am gleichen Tag registriert Jitze die Website Thuisbezorgd, NL, was übersetzt etwa Hausbestellung heißt. 6 Monate später fängt er an, seine Bestellplattform zu programmieren, obwohl er davon eigentlich keine Ahnung hat. Nee, ich habe so ein Buch gekauft, Programmieren für Dummies. Und da habe ich so Programmieren gelernt. Und ich kann das nicht gut, aber ich kann noch immer gut verstehen, was die Leute auf der IT-Abteilung machen. Das Problem? Handys sehen damals so aus. Das Internet ist super langsam. Essen online bestellen, noch ferne Zukunftsmusik. Durchhaltevermögen ist gefragt. Die ersten 3 Jahre verdient Jitze kaum Geld. Restaurants besucht er persönlich, um sie davon zu überzeugen, mitzumachen. Leichter gesagt als getan. Naja, die haben eigentlich gesagt, ja, ich weiß nicht, was das Internet ist, aber ja, vielleicht müssen wir das mal probieren. Und wir hatten eine Lösung, die eigentlich sehr geschickt war für diese Restaurants, weil wir sind kostenlos und erst bei einer Bestellung bekommen wir Geld. Wie das funktioniert, erklären wir gleich. Mit dem schnellen Internet und Smartphones startet das Konzept richtig durch. Heute kann man bei mehr als 18.000 Restaurants allein in Deutschland online bestellen. In Berlin schauen wir uns an, wie das Geschäft genau funktioniert. Kreuzburger ist einer der beliebtesten und am besten bewerteten Burgerlieferdienste auf der Bestellplattform. Raphael Heinze und sein Team bearbeiten in der Woche 1.200 Online-Bestellungen. Also wir machen jetzt die 5, 11 und 12, ja? Die 5, 11 und 12, genau, die 3. Eingehende Bestellungen werden der Reihe nach abgearbeitet. Eines ist den Kunden besonders wichtig. Es muss schnell gehen. Meistens ist es ja auch so beim Bestellen, man hat Hunger und dann bestellt man. Nicht, ihr könnt ja in einer Stunde mal was essen, sondern man bestellt dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Was ja normal ist, denke ich mal. Keiner denkt an Essen, wenn er keinen Hunger hat. Ja, und dann bestellen die Leute dementsprechend und ja, und dann am liebsten gestern. Ja, und da sind die Kunden gnadenlos. Burger gehören zu den am häufigsten online bestellten Mahlzeiten. '84 Burger, 137 Pizzen, 56 mal Sushi werden pro Minute in Deutschland ausgeliefert. 2018 gab es bei Lieferando 32,6 Millionen Bestellungen im Wert von 665 Millionen Euro. Heißt, im Schnitt gibt jeder Deutsche 20 Euro pro Bestellung aus. In Berlin ist Cheeseburger der Bestellhit Nummer 1. In Frankfurt ist es gebratener Reis und in München steht man auf indisches Chicken Tikka. Am liebsten bestellen die Deutschen an Feiertagen. An Neujahr und rund um Weihnachten gehen die meisten Bestellungen ein. Für Raphael Heinze ist die Online-Plattform Fluch und Segen zugleich.
Also es ist schon schön, man erreicht viele Leute, ja, keine Frage. Andersrum ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die Provisionen sind auch ziemlich hoch, was ja die Kunden auch nicht wissen, dass wir auch Provisionszahlungen haben für jede Bestellung. Und die sind natürlich auch ganz schön hoch. Also da hat man manchmal schon so das Gefühl, Lieferando verdient an einem selbst mehr als man selbst. Das Geschäft funktioniert so. Bei jeder Bestellung verdient die Lieferplattform und damit Jitze Hohn mit. Er nimmt eine Vermittlungsgebühr von ca. 13% pro Bestellung. Bei jedem Burger, der den Laden verlässt, verdient Takeaway also mit. Jitze Hohn sieht vor allem Vorteile für neue Restaurants. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Du startest einen Lieferdienst. Wie viele Bestellungen hast du auf dem ersten Tag? Wahrscheinlich null. Null, genau. Man kann auch dann nach Lieferando gehen und 100 Bestellungen auf dem ersten Tag bekommen. Und für diesen Geld braucht man gar keine Werbung zu machen. Weitere Vorteile? Restaurants brauchen dann auch keine eigene Website oder App oder Mitarbeiter, die nur Bestellungen annehmen. Takeaway bietet Restaurants aber nicht nur die Lieferplattform. Eine andere Einnahmequelle ist die Logistik für Restaurants, die keine eigenen Fahrer haben. 4000 Auslieferer sind in Deutschland fest angestellt. In fast jeder Stadt gibt es solche Anlaufstellen. In Berlin treffen wir Jörg Gerbig, Mitbegründer von Lieferando. 2014 hat er sich mit Jitze Hohn zusammengetan, um den Liefermarkt in Deutschland und Europa zu erobern. Seit 2016 gibt es die Orange Fahrradlieferflotte. Ja, hier sind wir jetzt bei unserem Hub. Hier werden quasi die ganzen Fahrräder eingestellt. Die werden auch gewartet hier. Dann kommen immer die Fahrer zu Beginn der Schicht, holen ihr E-Bike ab. Also sie haben alle E-Bikes, gebrandete E-Bikes. Holen hier hinten die Rucksäcke ab. Die werden nämlich auch dann immer sauber gemacht. Und dann beginnen sie quasi ihre Schicht und liefern das Essen aus. Ne? Die Rucksäcke halten das Essen warm und müssen immer mal wieder an Markttrends angepasst werden. Wir sind jetzt mittlerweile ein bisschen größer geworden, weil es mittlerweile einige Pizza-Anbieter auch gibt, die so eine große Pizza gemacht haben, dass sie gar nicht mehr in die Rucksäcke reingepasst hätten. Von daher mussten wir die Größe dieser Rucksäcke auch ein bisschen anpassen. Auch die E-Bikes sind Sonderanfertigungen, speziell angepasst auf die Bedürfnisse eines Lieferfahrers. Der Fahrer sitzt hier halt relativ aufrecht drauf, also unter anderem deswegen, erstens, dass er keine Rückenschmerzen bekommt mit der Zeit und zweitens auch, dass das Essen natürlich dann nicht verschüttet wird in der Box hinten drin. Ne? Also das ist dann schon optimiert dafür. Auch das hat seinen Preis. Nutzt ein Restaurant die Takeaway-Fahrer, werden 30% Provision fällig. Heute ist die Orange Flotte so gut wie allein unterwegs. Das war nicht immer so. Noch 2014 ist Deutschland ein hart umkämpfter Markt. Mehrere Lieferplattformen buhlen um Kunden. Pizza.de und Lieferheld sind damals die Platzhirsche. Jörg Gerbig mit Lieferando folgt auf Platz 3. Danach Jitze Hohn mit Lieferservice. Dann lernt Lieferando-Mitbegründer Jörg Gerbig seinen niederländischen Kollegen kennen. Der schlägt vor, sich zusammenzutun, um den deutschen Markt zu gewinnen. Sehr pragmatischer Typ, der die Sachen relativ einfach halten will. Ein sehr ehrlicher Typ und zielstrebig auf jeden Fall. Und auch jemand, der auf jeden Fall zu seinem Wort steht. Also wenn er was sagt, dann ist es auch so. Und er hält Wort. Lieferando wird nach der Fusion Nummer 1 in Deutschland. 2019 folgt die nächste Übernahme. Takeaway schluckt mit einem Milliardendeal das Deutschlandgeschäft von Delivery Hero. Wozu mittlerweile Pizza.de, Lieferheld und Foodora gehören. Also gibt es in Deutschland inzwischen nur noch Lieferando. Und das hätten wir alle eigenständig, hätten wir das nie geschafft, weil wir nie so viel Kapital zur Verfügung gehabt hätten. Und nur dadurch ist es uns wirklich gelungen, dann den Markt auch zu erschließen und gewinnen. Ich glaube, dass ich sehr stur bin. Und das hat sicherlich geholfen. Als man nicht genau weiß, was man machen möchte, dann geht das ganz schief. Sein Unternehmen ist durch die Übernahmen milliardenschwer geworden. Warum nicht einfach zur Ruhe setzen?
Was treibt ihn noch an? Das Spaß ist sehr einfach. Das ist jedes Jahr etwas anderes. Ne? Als ich jedes Jahr dasselbe machen muss, ja, das ist ganz langweilig. Aber wir sind jetzt ein anderes Betrieb als ein Jahr her. Wir haben doppelt die Leute, die wir letztes Jahr gehabt haben. Und es ist sehr interessant, um mit so vielen jungen Leuten zusammen zu arbeiten an etwas Größeres. Die nächste Idee steht schon und soll vor allem ein Problem lösen. Der Durchschnittskunde bestellt nur 9 Mal im Jahr Essen. Im Foyer zeigt uns Jezichon, wie er das ändern will. Mit der Lieferkantine. Mitarbeiter bekommen ein Budget und können kostenlos bestellen. Die Lieferungen werden gesammelt und dann an die Mitarbeiter verteilt. Das sorgt dafür, dass unsere Leute jedenfalls viel mehr bestellen als 9 Mal pro Jahr. Weil die bestellen eigentlich jeden Tag. Ja. So, also das ist, wir machen eine ganze Menge Sachen, die in Orderfrequenz helfen. Ne? Wir sorgen dafür, dass Leute mehr bestellen. Das machen wir auch in unserem Betrieb. Das ist eigentlich neu, das haben wir erst seit 2 Wochen. Den großen Vorteil sieht er in der Auswahl, die die Mitarbeiter so haben. Das Problem mit vielen Kantinen ist natürlich, dass das Essen immer dasselbe ist. Ne? Ja. Jeden Mittwoch dasselbe Suppe. Ja, okay. Und zudem in unserem Betrieb, wo wir hier haben wir glaube ich 30 Nationalitäten, in Berlin haben wir 40. Ja, die essen nicht alle dasselbe. Dieser Geschäftsbereich soll jetzt ausgebaut werden. Er hat also noch viel vor. Ein bisschen Sturheit und das richtige Gespür für gute Deals machen Jezichon zum Lieferkönig von Europa.